Mit der Supercard-ID, einem Login von der Supercard, können Sie sich auf vielen Webseiten und mit jedem Gerät online einloggen, ohne sich jeweils neu registrieren zu müssen. In diesem Video zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Ihre persönliche Supercard-ID erstellen. Sie können dafür Ihr Smartphone, ein Tablet oder Ihren Computer verwenden. Gehen Sie zuerst auf www.supercard.ch. Über den Klick auf «Login» oben rechts in Ihrem Fenster gelangen Sie zu der zentralen Eingabemaske. Auf dieser Seite können Sie sich entweder anmelden, wenn Sie schon Supercard-ID haben, oder jetzt eine neue Supercard-ID erstellen. Klicken Sie einfach auf «Noch keine Supercard-ID», um eine neue Supercard-ID anzulegen. Am einfachsten ist es, eine Supercard-ID basierend auf den Daten von Ihrer Supercard zu erstellen. Wenn Sie noch keine Supercard besitzen, auch kein Problem. Dann werden die notwendigen Daten zuerst einmal erfasst. Klicken Sie hier auf «Nein», um weiterzufahren. Im Rahmen dieses Videos gehen wir davon aus, dass Sie bereits eine Supercard besitzen. Die Übernahme der Supercard-Daten passiert ganz automatisch. Wählen Sie «Ja» aus und klicken Sie einfach auf «Supercard-Daten verwenden». Tippen Sie dazu im ersten Feld Ihre Supercard-Nummer ein. Die finden Sie vorne auf Ihrer Supercard. Sie fährt immer mit 2501 an. Akzeptieren Sie nach der Eingabe der Nummer die Sicherheitsüberprüfung und klicken Sie auf «Weiter». Geben Sie bitte jetzt Ihre vierstellige PIN-Nummer ein. Klicken Sie, nachdem Sie auch hier die Sicherheitsüberprüfung akzeptiert haben, auf «Weiter». Falls Sie Ihre PIN-Nummer nicht mehr wissen, klicken Sie auf «PIN vergessen» und wir bieten Ihnen weitere Verifikationsmethoden an. Falls Sie keine PIN hinterlegt haben, landen Sie automatisch auf einer alternativen Verifikationsseite. Danach gelangen Sie wieder zurück im Prozess. Geben Sie jetzt Ihre E-Mail-Adresse ein und wählen Sie ein sicheres Passwort für die Verwendung der Supercard-ID. Beim Klick ins erste Passwortfeld zeigen wir Ihnen Hinweise für ein sicheres Passwort an. Wenn Sie das Augensymbol anklicken, können Sie überprüfen, was Sie gerade eingetippt haben. Scrollen Sie jetzt weiter nach oben. Falls bei Ihnen noch Daten anzupassen sind, dann erscheint die Rubrik «Ergänzen». Setzen Sie bitte auch folgende Angaben. Passen Sie jetzt die angezeigten Pflichtfelder an. Achtung! Falls Ihr Name oder Ihr Geburtsdatum falsch hinterlegt sein sollten, fahren Sie bitte trotzdem weiter und wenden Sie sich anschliessend an den Kundendienst. Nach dem Akzeptieren der AGB haben Sie es fast geschafft. Mit einem weiteren Klick ist die Supercard-ID erstellt. Aus Sicherheitsgründen bitten wir Sie im folgenden Schritt, die Erstellung der Supercard-ID auf Ihren Namen zu bestätigen. Dazu senden wir Ihnen einen Code an Ihre E-Mail-Adresse. Es kann einen Moment gehen, bis die E-Mail mit dem Bestätigungscode bei Ihnen ankommt. Fügen Sie den Code aus der E-Mail dann ins vorgesehene Feld der Registrierungsmaske ein. Nach dem Akzeptieren der Sicherheitsüberprüfung werden Sie automatisch weitergeleitet. Wenn die E-Mail mit dem Code bei Ihnen nicht ankommt, können Sie sich den Code mit einem Klick erneut zusenden lassen. Prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner in Ihrem E-Mail-Postfach. Sie gelangen jetzt auf die Bestätigungsseite. Ihre Supercard-ID ist erfolgreich erstellt und bestätigt und der Anmeldeprozess somit abgeschlossen. Jetzt können Sie direkt profitieren. Mit einem Klick auf «Weiter» gelangen Sie zum Login. Melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem vorher gewählten Passwort an. Die Funktion «Angemeldet bleiben» speichert Daten in Ihrem Gerät. Übrigens, mit Ihrer neuen Supercard-ID können Sie sich direkt in der Supercard-App und auf weiteren Webseiten wie zum Beispiel hellofamily.ch oder info.ch anmelden. Eine für alle. Das ist Ihre neue Supercard-ID. Ein Login auf jedem Gerät für viele Webseiten.